Herzlich willkommen zum letzten Video vom Videolernzyklus Bogenlänge. Dieses Video starten wir mit einer kurzen Wiederholung. Und zwar geht es darum, dass man das bestimmte Integral einer Funktion mit Hilfe von Zwischensummen annähern kann. Werfen wir nun einen Blick auf die Grafik. Auf der linken Seite sehen wir den Graphen der Funktion f dargestellt und wir haben hier das Intervall von a bis b eingezeichnet und dieses Intervall ist in vier Teilintervalle unterteilt. Diese vier Teilintervalle haben alle genau dieselbe Breite, nämlich Delta x. Wir können nun den Flächeninhalt unter dem Graphen von f im Intervall a bis b annähern, indem dass wir die Zwischensumme berechnen. Das heißt, wir berechnen die Flächen, die hier grün eingezeichnet sind, also die Rechtecksflächen. Das heißt, wir berechnen die Rechtecksfläche vom ersten Teilintervall, vom zweiten, vom dritten und vom vierten, bilden dann die Summe all dieser Rechtecksflächen und haben damit den Flächeninhalt unter der Kurve angenähert. Nun können wir das Ganze etwas genauer machen, indem dass wir die Anzahl der Teilintervalle erhöhen. Das heißt, wir verfeinern das Ganze. Und damit nähert sich die Zwischensumme dem tatsächlichen Ergebnis vom Integral an. Und zwar ist es so, dass wenn wir sozusagen das Intervall in unendlich viele Teilintervalle unterteilen, das heißt, wir bilden so den Grenzwert, dann erhalten wir wirklich das bestimmte Integral im Intervall a bis b der Funktion f. Das heißt, mit Hilfe von Zwischensummen kann man das bestimmte Integral annähern und der Grenzwert der Zwischensumme entspricht genau dem bestimmten Integral. Dieses Wissen benötigen wir für das Video, denn in diesem Video werden wir nun tatsächlich die Formel zur Berechnung der Bogenlänge herleiten und dafür benötigen wir das Wissen über Zwischensummen. Bevor wir nun zum nächsten Fenster des Arbeitsblattes kommen, erinnern wir uns nochmal schnell an das vorige Video zurück. Da haben wir festgestellt, dass scheinbar die Sehnenlänge, also die Länge groß L, einen Zusammenhang mit der Bogenlänge hat. Erinnert euch, wir haben die Sehnenlänge mit Hilfe vom Satz des Pythagoras berechnet. Also wir haben hier unser rechtwinkliges Dreieck vorgestellt und dann mit Delta x und mit Delta y eine Formel. Eine Formel zur Berechnung der Sehnenlänge gefunden. Und nun sollen wir hier, in diesem Beispiel steht, wir teilen das Intervall a bis b in n Teile gleicher Breite Delta x. Hier in diesem Grafik wurde das beispielhaft veranschaulicht und hier wurde für n 3 gewählt. Das heißt, das Intervall von a bis b wurde in 3 Teile unterteilt. Das heißt, hier da. Erster Teil mit der Breite Delta x, der zweite Teil mit der Breite Delta x und der dritte Teil wieder mit der Breite Delta x. Und nun sollen wir die Länge der ithen Sehne berechnen, also wir sollen eine Formel dafür finden. Nun, wenn wir uns zurückerinnern, wir haben die Formel zur Berechnung der Sehnenlänge im letzten Video hergeleitet und für die Ite-Sehne würde dann einfach gelten, Delta x mal Wurzel aus 1 plus f' von si zum Quadrat. Das heißt, wir können die Länge jeder beliebigen Sehne von unseren Teilintervallen berechnen. Hier in dem Fall, wenn wir für i1 einsetzen, würden wir die Länge der Sehne l1 berechnen. Wenn wir 2 einsetzen, die Länge der Sehne l2 und so weiter. Das bedeutet auch, dass wir diese Formel verwenden können, wenn wir unser Intervall noch feiner unterteilen. Sagen wir mal, wir unterteilen in unser Intervall in 100 Teilintervalle. Dann könnten wir mit dieser Formel genau die Länge der 100. Sehne berechnen, also die Länge L100. Und nun, im nächsten Schritt, bilden wir eine Summe über alle errechneten Längen. Das heißt, wir rechnen L1 plus L2 und so weiter bis zur allerletzten Sehnenlänge Ln.
Das Ganze können wir nun auch in Summenschreibweise darstellen und dann sieht das so aus. Die Summe von i ist gleich 1 bis n von der Wurzel aus 1 plus f' von si zum Quadrat mal Delta x. Mit dieser Summenformel können wir nun die Bogenlänge schon sehr gut annähern. Denn abhängig davon, wie fein wir unser Intervall unterteilen, also wie groß wir n wählen, desto besser wird die Annäherung an die Bogenlänge. Nun, wenn wir diese Formel genauer betrachten, also diese Summe, dann können wir feststellen, dass genau das die Zwischensumme beim Integrieren von der Funktion, ich markiere es hier, beim Integrieren von der Funktion g von x ist gleich Wurzel aus 1 plus f' von x zum Quadrat. Das heißt, diese Summe, die wir hier oben gebildet haben, ist genau die Zwischensumme für die Funktion g von x. Und das heißt, der Grenzwert dieser Zwischensumme ist dann genau das Integral von a bis b von g von x. Und so steht es auch hier unten. Das heißt, der Grenzwert ist dann genau das Integral im Intervall a bis b von g von x. Das heißt, das Integral im Intervall a bis b von Wurzel aus 1 plus f' von x zum Quadrat. Und genau das ist dann die Bogenlänge L. Das heißt, wir haben nun den Ursprung, die Herleitung für die Formel der Bogenlänge gefunden. Das war's für diesen Videolernzyklus. Ich hoffe, du konntest viel lernen und ich wünsche dir noch viel Erfolg.